Schützen, herzlich willkommen zu eurem Video heute. Wir schauen einmal, welches Geschenk das Universum für dich bereithält. Bisschen Weihnachtsthema, ja. Dieses Video ist für dich, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Schütze ist. Wie immer, kurzer Disclaimer, dies ist keine persönliche Legung. Das heißt, sie kann und wird vermutlich nicht mit jedem Einzelnen 100% in Resonanz gehen. Das ist nicht schlimm, nimm einfach das heraus, was für dich wichtig und richtig ist und lass den Rest los. Okay, dann schauen wir mal, welches Geschenk das Universum für die Schützen bereithält. Ich halte es verkehrt rum, aber es ist bei dem Deck egal. Da lese ich eh nur. Ja, wohl. Ich denke, ich werde heute auch Reversals lesen. Wir schauen einmal. Denn welche Geschenke bekommt Schütze vom Universum? Was hat das Universum bereit für Schütze? Wir haben das Rad des Schicksals. Also es ist auf jeden Fall etwas, was schicksalhaft ist. Eine Fügung, vielleicht eine schicksalhafte Begegnung auch, ja, für den einen oder anderen. Es ist auf jeden Fall etwas, was schon lange vom Universum orchestriert ist, okay? Vielleicht sollte man zurückgehen. Ich habe ja vor einem halben Jahr oder so, habe ich, glaube ich, die großen Dinge, die noch in dein Leben kommen, gemacht. Vielleicht passt das hervorragend dazu, ich weiß es gar nicht mehr, denn ich channele recht viel und ist meistens alles weg, direkt wenn ich abgedreht habe. So, für Schütze, welches Geschenk hält das Universum bereit? Wir haben die 7 der Münzen. Der König der Stäbe. Also für die Singles. Könnte es tatsächlich soweit sein, dass hier jemand wirklich Wertvolles, jemand kommt, dessen Zeit oder beziehungsweise der eurer Zeit würdig ist hier. Okay. Für die anderen, ihr kommt in eure Macht. Ja, für die Nicht-Singles. Denn natürlich ist der König der Stäbe ist ein Feuerzeichen. Also vielleicht kommt ihr hier an, ja, eure innere Macht. Es kann tatsächlich aber auch Geld sein oder ähnliches, weil wir hier die 7 Münzen haben, ne? Das ist ja auch so ein bisschen Warten auf die Ernte. Und das kann also alles Mögliche sein, wenn ihr irgendetwas gesät habt, ja. Zum Beispiel, wenn ihr eine Beziehung angefangen habt schon, es kann sein, dass ihr dann ja, eine Ehe erntet, in Anführungsstrichen. Oder wenn ihr ein Geschäft gegründet habt, es kann sein, dass hier anfängt, Geld reinzukommen. Oder dass ihr ein Hobby angefangen habt und ihr bemerkt, ich bin richtig begabt darin, ja. Also die Ernte kann eingefahren werden. Oder wie gesagt, ein weiteres Feuerzeichen für Singles. Die 8 der Kelche und es hat sich gedreht. Ich muss das nehmen. Es hat sich hingelegt und hat sich gedreht. Das war sehr, sehr beeindruckend gerade. Also du wirst nicht vom Thron gestoßen, höre ich. Okay. Vielleicht hast du Angst, irgendwo vom Thron gestoßen zu werden und dass hier etwas beendet werden könnte. Stärke am Boden des Decks. Es wird aber nicht so sein, wie du vermutest. Möglicherweise endet hier etwas, aber nur, wenn es dich negativ beeinflusst. Also beispielsweise, wenn du in einer toxischen Beziehung bist. Dann wird diese Beziehung beendet werden. Du kommst da heraus, okay? Vielleicht sogar, ich sehe, wenn jemand in einer toxischen Beziehung von euch ist, dann wird die andere Person gehen, was ihr nie gedacht hättet, weil ihr gedacht habt, eben, ihr versucht die ganze Zeit aus dieser Beziehung zu kommen, aber es funktioniert nicht, ja, aufgrund von Brainwashing oder Gewalt oder ähnliches. Hier, diese Person geht, lässt euch zurück, lässt euch in Frieden. Und vielleicht seid ihr einfach auch schon so depleted, mehr oder weniger.
aber das ist nur für die Personen, die halt wirklich in einer negativen Situation sind. Für die anderen, ja, ihr werdet eure Stellung beziehen, ja, ihr werdet eure Position einnehmen. Das kann im Beruf sein, das kann in einer Beziehung sein, ne? Also Beruf, dass ihr beispielsweise befördert werdet, in einer Beziehung, dass ihr heiratet. Ihr könnt möglicherweise quasi zum Kopf einer Gruppe werden, vielleicht eurer Freundesgruppe, dass ihr da sehr viel Verantwortung bekommt und euch, das ist aber positiv, ne, also dass es euch zeigt, ihr seid den Leuten wichtig, die vertrauen euch. Auf jeden Fall kommt hier etwas, was schon länger mit dem Universum quasi konspiriert wird, okay? Wir schauen einmal, diese Karten sind eigentlich oder für Selbstentdeckung, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Believe in your own magic heißt das Deck. Also glaube an deine eigene Magie. Es ist auf Englisch. Aber übersetzen, kein Problem. Und ich möchte eine davon ziehen, einfach um zu schauen, was sich in euch verändert. Okay? Vielleicht sollte ich das umdrehen, damit ich es nicht sehe. So, wir nehmen diese Karte hier. Wir haben Mirror, be your own first priority, sei deine eigene oberste Priorität. Also hier für dich, ja, du kannst dich endlich als Priorität sehen. Das kann natürlich auch hier mit dem König der Stäbe in Verbindung stehen, dass du viel für andere getan hast, viel andere Menschen erhoben hast und du dich dabei selbst ein wenig vernachlässigt hast. Das ändert sich jetzt. Du bist deine eigene Priorität. Das bedeutet, du kannst dich auch selbst erheben. Wenn du in dich selbst die Liebe hineinschüttest und hineingibst, die du anderen gibst, dann wirst du sehen, du wirst dich selbst upliften, erheben. Ja? Und im positiven Sinne. Ich muss dazu sagen, diese Karten, ich gehe immer danach, was mir meine spirituellen Führer sagen, wenn ich die Karten aussuche. Und ich finde die Mischung selber etwas merkwürdig, aber ich sollte sie so mischen. Wir ziehen nämlich jetzt eine Göttinnenkarte. Einfach mal schauen, was sind hier die Geschenke, die das Universum für Schütze bereithält. Wir haben Unconditional Love, konditionslose Liebe. Liebe dich selbst, andere und jede Situation, egal was die äußere Erscheinung sein mag. Also, wir haben hier wieder Selbstliebe, genau wie hier. Also, die Selbstliebe in dir steigt. Vielleicht, gerade wenn du sagst, mein Körper ist nicht das, was ich mir wünsche. Okay? Zum Beispiel, wenn du zugenommen hast durch Schwangerschaft, der Körper verändert sich, man bekommt Falten, ja, und die Haut hängt, ich weiß das, ich bin ja auch nicht davor gefeit, ne, wenn ich in den Spiegel schaue. Und hier ist ganz viel Selbstakzeptanz, Selbstliebe, dass du in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, wow, ich finde mich hübsch, ich bin hot, ja, ich finde mich toll. Ich kann in den Spiegel schauen und sehe da etwas sehr, sehr Tolles, was mir entgegenlächelt. Okay. Okay, wo ist die Karte hingefallen? Ah, da ist sie. So, wir haben die Dana, Göttin Dana, die Hohepriesterin. Du hast göttliches Wissen, das dir helfen kann, mit deinen spirituellen Lehren. Also, spiritueller Wachstum ist hier groß geschrieben, glaube ich tatsächlich. Gerade mit dem König der Stäbe, der hat auch eine sehr spirituelle Position im Tarot. Also Stäbe stehen auch für Spiritualität. Also du kannst tatsächlich hier ein spirituelles Erwachen auch erwarten. Ja, als nächstes. Viele Dinge werden dir aufgehen. Es ist so, als würden dir die Augen aufgehen und du kannst sehr viel klarer sehen, was denn in deinem Leben passiert ist, auch welche Eindrücke dich so geformt haben, wie sie es getan haben. Okay? Und das öffnet dir irgendwo den Weg, das
wird für jeden anders sein, aber es öffnet dir einen Weg dazu, zu dir selbst, dass du dich selber wertschätzen kannst. Vielleicht auch mehr, wenn du sagst, mein Selbstbewusstsein ist eigentlich ganz gut. Dann kann es einfach sein, dass du dich mehr liebst, ja, dass du vielleicht auch deine Schattenseiten lieben lernst, die du jetzt vielleicht nur akzeptierst und sagst, na gut, das ist vielleicht nicht etwas, was ich liebe an mir, aber es ist okay. Und das kann sein, dass du jetzt wirklich da, du schaust in den Spiegel oder du betrachtest dich selbst und du sagst, ja, ich liebe dich ohne irgendwelche Konditionen hier, ne? Und meine Spiritualität, weil ich weiß, ich bin ein spirituelles Wesen. Meine Seele ist unsterblich und der Körper, der mir hier auf dieser Welt gegeben ist, der ist nur mein Gefährt und nicht, es bin nicht ich, ja? So, jetzt die nächste interessante Wahl meiner Spirit Guides. Wir haben nämlich hier den, wie heißt es? Das Life Purpose Oracle, also für den Lebenssinn. Welches Geschenk hat das Universum für Schütze bereit? Welches Geschenk hält... Reisen hat sich kurz umgedreht, aber es wollte nicht ganz rauskommen. Tiere haben wir hier. Du verstehst Tiere und kommunizierst mit ihnen intuitiv. Vertraue deiner inneren Führung, da Animal Parts of the Life Work. Da Tiere ein Teil deines Lebens sind oder deiner Lebensarbeit sind. Also hier, möglicherweise kommt ein Tier in dein Leben, ein Haustier, ein Hund, eine Katze, ja, gerade Katzen, man sagt Katzen nach, das sind Familias, also gerade wenn du vielleicht so ein bisschen hexisch unterwegs bist, die dir quasi die Teil deiner spirituellen Führung sind. Okay, also gerade wenn du eine Katze, die dir vielleicht zuläuft oder du bekommst eine Katze geschenkt oder du entscheidest dich dazu, eine Katze in dein Haus zu holen, dann wird diese Verbindung mit diesem Tier sehr, sehr eng sein. Also auch eben darüber hinaus, dass man sagt, oh, ich liebe dieses Tier, knuddelig und so, sondern die beschützen auch quasi dein Haus, ja, mit ihrer Aura, so sagt man, ne? Früher hat man ganz viele tote Katzen in Häuser eingemauert. Das finde ich nicht so schön. Aber das war zum Schutz. Also Katzen sind Schutztiere. Eine letzte Karte noch. Welches Geschenk erwartet dich? Wir haben den Sprecher. Dein Lebenssinn inkludiert den Skill des Sprechens, also des Vortrages. Okay, vielleicht darfst du einen Vortrag halten über dein Lebenswerk. Vielleicht hast du dir schon überlegt, ja, mit irgendwelchen Fähigkeiten, dass du vielleicht einen Kurs aufnimmst, ja. Zum Beispiel auf Udemy oder so, ne? Da kann man ja Kurse hinstellen und vielleicht habt ihr irgendetwas, was ihr gerne oder worin ihr sehr gut seid, was ihr gerne an die Welt weitergeben möchtet, ja, das wäre tatsächlich ein großes Ding. Also ich glaube, das würde tatsächlich sehr erfolgreich sein. Ansonsten, falls ihr natürlich Probleme mit der Sprache habt, ja, wenn ihr nicht gut vor anderen sprechen könnt, dann wird euch das sehr viel leichter fallen. Auch wenn ihr schüchterner seid. Ich kenne zwar jetzt persönlich niemanden, der Schütze ist und schüchtern ist, aber das gibt es bestimmt, ja. Und vielleicht habt ihr so ein bisschen Probleme, vor anderen zu reden oder vielleicht auf der Arbeit habt ihr Probleme, etwas vorzutragen. Aber das wird sich jetzt ändern in der nächsten Zeit, ja. Wahrscheinlich dadurch, dass ihr spirituell ein wenig reifen werdet. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, sodass du nichts mehr verpasst. Und falls du mich darüber hinaus unterstützen möchtest, kannst du mir ein
Trinkgeld zum Beispiel da lassen, zum Beispiel über den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Es gibt noch andere Möglichkeiten, PayPal, Amazon, Ko-fi und so weiter und so fort. Die Links und Infos dazu findet ihr in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sage danke, dass ihr da wart, mir treu bleibt, auch im Jahr 2023. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin!